Ich sag nur, Pause ist schon wieder rum. Ist schon wieder vorbei, ja. Scheiße, echt. Sorry für die Ausdrucksweise, aber Männer, wir müssen weitermachen. Golf 7 R-Projekt. Ihr wisst, die Messe naht, wir wollen das Auto fertig machen. Vom 3D-Scan über die Konstruktion bis hin zum Prototypen. Was alles bei uns gemacht wird, wie wir es machen, alles nach dem Intro. Hier haben wir das gute Stück, der Golf 7 R. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, Felgen sind drauf, Auto ist gekauft. Ansonsten haben wir hier das Fahrzeug im Auslieferungszustand. Wir suchen immer wieder Autos von euch, wenn wir noch keine Teile konstruiert haben, wenn wir noch keine Daten vom Fahrzeug haben. Da könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Dann schaut das im Endeffekt so aus, die Prozedur, so wie wir das jetzt hier machen, gell? Der Brandy nimmt euch das Auto entgegen. Wir fahren es auf die Hebebühne. In der Regel bewegen wir keinen Millimeter das Fahrzeug und wir passen auch entsprechend auf. So, als erstes lassen wir mal die Karre hoch. Für uns sind hier wichtig und entscheidend natürlich die Bereiche, die wir am Fahrzeug verändern wollen. Das betrifft in der Regel die Frontstoßstange, Seitenschwelle, Heckpartie. Und das geht mit den neuesten Produkten bis hin zur Seitenscheibe, wo wir Verblendungen für machen. Das allererste, was wir machen, ist das Fahrzeug mit Markers versehen. Also das sind im Endeffekt so kleine Aufkleber. Da braucht ihr auch alle keine Angst haben. Die kriegt man eigentlich wieder rückstandslos weg vom Fahrzeug. Der Hintergrund ist einfach der, ihr müsst euch vorstellen, das Fahrzeug hat stellenweise ganz, ganz wenig Kontur, große, glatte Flächen. Und wenn so ein 3D-Scanner da drüber scannt, auch wenn er einen Laser hat, dann weiß er irgendwann einfach nie mehr, wo er ist. Und die Punkte, die geben ihm dann letztendlich die Kontrolle. Ah, dort war ein Punkt, hier war ein Punkt, ich befinde mich hier und dort. Und er berechnet daraus seine Position und das ist ganz wichtig. Und das ist vor allem extrem wichtig für die Maßhaltigkeit. Brandy, du weißt selber, wenn die Teile von uns fertig sind, vor allem der Prototypenbau, haut hin, ne? Haut immer hin, ja. Haut echt immer hin. So, und dann kommt bei uns auch schon ein entsprechender 3D-Laserscanner zum Einsatz. Der doch aktuellsten Version. Vor allem, früher haben wir auch mit optischen Scannern gearbeitet, das ist alles schön und gut. Aber seitdem wir den Laserscanner haben, muss ich ganz ehrlich sagen, kriegen wir gerade in puncto Genauigkeit noch um einiges besser. Weil ihr müsst überlegen, wenn schon im Scan-Bereich, also im Anfangsbereich schon Toleranzen da sind, die werden ja im Laufe des Prozesses, sei es Konstruktion, Produktion und so weiter, werden die ja nicht besser. Also man addiert im Endeffekt die ganzen Fehlerquellen. Und wenn wir hier schon eine absolut geringe Fehlerquelle haben, dann wird das Produkt auch entsprechend gut. So, müssen wir mal kurz dunkel machen. Ich hoffe, wir sehen noch irgendwie was. Letztendlich haben wir jetzt das Auto hier dreidimensional gescannt oder zumindest die Partie hier dafür. Das ist jetzt nur mal vorab und wie ihr seht, haben wir ganz wichtige Informationen hier auf dem Scan zum Beispiel drauf. Wir haben zum Beispiel die PDCs drauf, wir haben die Position von Scheinwerferreinigungsanlagen, wir haben die Position von, irgendwelchen ganz, ganz leichten Ausbuchtungen. Und all diese Dinge, die berücksichtigen wir auch tatsächlich bei der Konstruktion der Teile. Das heißt, wenn ihr da so eine Ausbuchtung habt, ja, die man jetzt hier nur ganz leicht sieht, und das geht hier um 2 oder 3 Millimeter. Aber wenn ihr jetzt einfach einen Spoiler habt, der einfach nur lieblos gerade abgeschnitten wurde, so aller Brett-Tuning, sage ich jetzt mal, dann kann das ja nicht passen, weil da ist ja eine Beule. Und dann gibt es tatsächlich Tuner, die dann da einfach ein Brett an diese Beule dran machen und sagen dann, ja, legt halt ein paar Unterlagscheiben drunter oder so, um das wieder auszugleichen. Nicht die Sinne sind Erfinder, sondern wenn wir dann ein Bauteil konstruieren, dann hat das halt diese Ausbuchtung dieser Beule mit drin. Also du weißt es ja von deinem Fokus, wo wir es Probe montiert haben, also da gibt es so kleine Verschachtelungen und so und das wird alles mitgenommen. Und das ist auch dann der Grund, dass das richtig anliegt am Auto. Ja, und das ist dann auch der Garant dafür, dass es nach was ausschaut.
gibt so ein paar Sachen wie Scheinwerfer zum Beispiel. Wenn wir eine Verblendung drauf machen, der Scanner, der sieht die Scheibe genauso wenig wie ihr auch. Schließlich geht der Laserstrahl durch. Und um das zu vermeiden, damit wir die Oberfläche von so einem Plexiglas haben oder vielleicht auch von extrem reflektierenden Dingen, nehmen wir hier so ein Reflektionsspray. Keine Angst, ich lackiere das Auto nicht und das geht auch wieder rückstandslos weg. Kann anfangs ein bisschen eine Sauerei sein. Aber wir blasen euch das dann vom Fahrzeug mit der Druckluft und dann ein bisschen mit irgendeinem Reiniger und dann ist alles wieder gut. So, jetzt haben wir so einen leichten Film drauf und jetzt ist das mit dem Scannen dann auch gleich viel cooler. Guck, kannst du gleich mal da drauf gehen, seht man auf einmal, bam, na, sofort merkt er, ah, da ist was, da ist die Scheibe. So, jetzt haben wir für euch auch noch mal einen Ticken mehr gescannt, damit ihr euch das auch alles ein bisschen besser vorstellen könnt und was auch so möglich ist. So, und jetzt muss man sich vorstellen, der Scanner hat jetzt hier lauter ganz, ganz viele kleine Punkte aufgezeichnet. Hier sieht man das, das ist alles ein Punkt. Und das Ganze muss jetzt noch zu einem Punktenetz, zu einer Punktewolke zusammengeführt werden. Da lassen wir jetzt mal den Computer rechnen. So, und jetzt schaut es da mal richtig geil aus. Schau mal, wir haben sogar noch die Hebebühne drauf, jeden kleinen Flock. Oder wenn man sich das mal anguckt, hier sogar das Dot von den Reifen, alles schön abgescannt. Was passiert jetzt? Jetzt werden die Dateien auf den Server geladen und unser Designer oder unsere Designer, wir haben mehrere, die die Sachen dann bearbeiten. In dem Fall jetzt der Ulf, der hat sich auch schon ein paar Skizzen gemacht, auch sich schon mal das Fahrzeug genauer angeguckt. Und ja, jetzt schauen wir dann mal, was der sich da hat schon einfallen lassen und begleiten jetzt im nächsten Step den Ulf von der Skizze bis hin zur Konstruktion. Zum Prototypendruck. Ja, und danach machen wir die Passprobe letztendlich. Und wenn ihr euer Auto bringt, ist es im Endeffekt genau das gleiche Prozedere. Auto hin, ihr könnt darauf warten, ihr geht was essen, was auch immer. Und wir scannen die Partien. Stoßfänger vorne, Schwellerpartie, Heckteil, Seitenscheiben, Ladekanten machen wir neuerdings. Scheinwerfer, Scheinwerferblenden, Rücklichtblenden. Das sind so grob die Punkte. Hier in dem Fall gibt es auch Verbreiterung. Also das ist das, was wir dann in eurem Auto scannen. Ja, und dann irgendwann, ich sage jetzt mal momentan so 3 bis 4 Monate Laufzeit, dann ist das Teil auch in der Serie fertig. Und dann seid ihr die Ersten, die es bekommen. Und als Dankeschön für Brandon? Umsonst. Umsonst. Glaubt man kaum, gibt es heutzutage noch bei CSR zumindest, wenn ihr das Auto bringt. So, ab zum Ulf. Mittlerweile hat der Ulf die Daten bekommen und er hat auch so einiges schon gemacht, von der Skizze über die Konstruktion. Wir schauen uns das jetzt das Ganze im Endeffekt an und besprechen das im Team, wie letztendlich das Fahrzeug sein soll. Ulf, vielleicht sagst du mal kurz, was du für eine Ausbildung hast. Genau, ich bin staatlich geprüfter Produktdesigner. Das Projekt beginnt mit dem nackten Fahrzeug, wenn es hier beim Scan ist. Wir schauen uns das an. Wir schauen, dass das Fahrzeug an Formensprache zu bieten hat und möchten mit dieser dann mitgehen und weiter hervorheben mit unseren aerodynamischen Anbauteilen. Wir machen eine Skizze dazu, die sich dann letztendlich im CAD widerspiegelt. Super, also im Endeffekt, man sieht gleich, da ist jemand, der Ahnung hat von dem, was er macht. Wir haben jetzt nicht einfach irgendwelche Hobbykneter, sondern da macht sich jemand eine Birne. Im Übrigen, hier möchte ich noch den Marco vorstellen. Der ist dann für die Produktplatzierung zuständig. Letztendlich muss das Ganze ja katalogisiert werden, bis hin zu einem Gutachten, was dafür erstellt werden muss. Es müssen Preise gefunden werden, also das muss auch berechnet werden. Marco, was du bist du? Ich habe BWL studiert und mache jetzt hier hauptsächlich die Online-Produktpflege und kümmere mich um das, was ihr dann letztendlich bei uns im Shop sehen könnt. Da haben wir auch einen richtig guten Mann am Start. Wie ihr merkt, das Preis-Leistungs-Verhältnis im Gegenzug zu vielen anderen ist, denke ich, bei uns echt voll in Ordnung. Und damit wir leben können, ihr trotzdem noch Spaß habt und das Ganze funktioniert und vor allem ihr keine 3 Monate darauf warten müsst, ist er letztendlich auch dafür zuständig. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn alles? Fangen wir mal vorne an. Kappspoilerlippe klassisch. Genau, einmal eine Kappspoilerlippe, diesmal mit Erweiterung.
hier zu sehen, um dem Ganzen noch ein bisschen mehr Plastizität zu verleihen. Also wir haben im Endeffekt eine Kappspoilerlippe entworfen, die vollflächig unten an der Originalstoßstange angesetzt wird, mit einem gewissen Konturbeschnitt. Das heißt, kennt man noch von früher, hat man gesagt, Feldwegspoiler, ja? In der Mitte ein bisschen ausgeschnitten, ein bisschen den Schwung reinzubekommen. Und dann wird noch zusätzlich, weil hier ist original ja schon so ein Spoiler drin in der Stoßstange, den blenden wir nochmal zusätzlich auf, damit entsprechend aerodynamischen Sicken, vielleicht kann man da noch ein bisschen reinzoomen. Da sieht man genau, da sind noch ein paar Designelemente drinnen. Die beiden Produkte sind kombinierbar. Genau. Also man könnte entweder nur die Spoilerlippe fahren oder nur das oder beides in Kombination. Ganz genau. Das wird auch die Zukunft bei uns werden. Teile, die im Baukastensystem funktionieren, die mit und ohne Kombinierbarkeit. So habt ihr die Möglichkeit, im einen Jahr in der einen Saison mit der normalen Spoilerlippe zu fahren und im darauf folgenden Jahr zum Beispiel euch noch das Update, das Upgrade dafür zu kaufen, sodass ihr immer wieder eine Bewegung an eurem Design habt, aber das alte Zeugs nicht abbauen müsst. Dann haben wir hier, glaube ich, die Air Intakes mit Flaps integriert. Genau. Das ist dann im Endeffekt ein Bauteil, oder? Genau, diese sind als ein Bauteil konzipiert, können dann zusammen mit den daneben bestehenden Verbreiterungen kombiniert werden und sind aber als ein Bauteil zu erkennen. Genau, und das ist auch ein ganz neues Produkt von uns. Also diese Flaps, die kennt ihr ja, die haben wir auch für andere Fahrzeuge schon erfolgreich in den Markt gebracht. Hier in Verbindung eben mit der langgezogenen, mit dem langgezogenen Air Intake, alles in einem, umfasst es im Endeffekt den Lufteinlass. Und dann haben wir ein ganz neues Produkt, und zwar sind das Verbreiterungen. Und nicht klassisch, wie ihr Verbreiterungen kennt, dass man da irgendwie so ein GFK hinspachteln muss, sondern hier haben wir aus unserem ABS-Thermokunststoff Verbreiterungen konstruiert und die es auch in diesen entsprechenden Oberflächen gibt. Marco, in welchen Oberflächen haben wir die anzubieten? Genau, da haben wir immer wie üblich unsere fünf Oberflächen, sprich den Carbon glänzend, Hochglanzschwarz, dann die strukturiert mattschwarze Version, die Mattcarbon-Optik, genau, die lackierfreundliche hätte ich jetzt beinahe noch vergessen. Verbreiterung in dem Fall trägt nicht besonders auf, also das ist im Endeffekt dazu da, um den Radkasten größer wirken zu lassen. Wir kennen das von SUV-Fahrzeugen, wo die Felge und somit der Radkasten nochmal ein anderes Erscheinungsbild bekommt. Das Auto schaut da um einiges bulliger auch aus. Letztendlich tragen wir da in etwa, was sind das? Ich glaube Materialstärke plus 1-2 mm auf. Ja, in etwa. Also roundabout, lass es 5-6 mm sein, die man da weiter rauskommt. Das ist jetzt natürlich nicht eine Verbreiterung in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man kann jetzt da eine Zollgröße breiter fahren und ist im Radkasten abgedeckt. Das war auch gar nicht die Idee, weil wenn wir das machen würden, dann müsstet ihr ja den Radlauf anpassen, also was rausschneiden oder extrem ziehen oder was auch immer. Dann würden die Sachen auch nicht mehr Plug and Play funktionieren. Montage, Marco? Montage bei den Verbreiterungen ganz normal, wie auch bei uns mittlerweile eigentlich üblich, mit dem 3M Klebeband. Ankleben, fertig. Das ist natürlich klasse, also man pappt das Zeug drauf. Ja, und von dort gehen wir mal weiter, seitlich. Hier haben wir den Schweller. Seitenschweller im TCR-Look, der sich komplett auf den vorhandenen R-Spoiler aufbringen lässt. Das ist natürlich das, was unsere Kunden gefordert haben. Wir haben in den YouTube-Kommentaren oder auch so im Kontakt mit dem Kunden immer wieder die Leute gehabt, die gesagt haben, Mensch, mach doch für GTI, für R mal einen Schweller, wo wir nicht den originalen demontieren müssen. Und ihr könnt ihn einfach dran lassen. Schiebt das Ding einfach drauf, wieder 3M Klebeband. Wir haben die komplette Anlagefläche als Klebefläche vorgesehen. Draufschieben, hinkleben. Und wenn ihr keinen Bock auf das Ding habt, weil ihr das Auto verkauft und es Standard zurückrüsten wollt, einfach ratsch abreißen. Der Käse ist gefressen. Geiler geht Tuning eigentlich überhaupt nicht mehr. Hinten dann das gleiche mit der Verbreiterung. Im Übrigen zweiteilig. Ich glaube, die vorne auch, ne? Genau. Genau, und da sieht man dann im Endeffekt die Fuge zwischen Stoßstange und Seitenteil, die bleibt erhalten. Das haben wir jetzt in dem Fall so gewählt. Man kann dann auch Stoßstangen austauschen, ohne die Verbreiterungen runter zu machen und so weiter und so fort. Ich denke mal, es hat einige Vorteile. Dann kommen wir hier direkt zu unserem Heckansatz. Der ist in diesem Fall mal wieder ein Austauschheckansatz, das heißt, das Original wird entfernt und durch diesen komplett ausgetauscht.
in dem Fall haben wir natürlich den Riesenvorteil, dass wenn wir dann nicht nur draufkleben, sondern austauschen, dass wir natürlich mehr Design spielen lassen können. Ne? Und wenn man da mal sieht, da ist schon Zicke in Zicke, Steg in Steg, also da passiert was. Die Auspuffanlage bleibt Standard? Die Auspuffanlage bleibt Standard, ja. Soviel ich weiß, aber ist ein bisschen mehr Platz jetzt als vorher. Man könnte hier, vielleicht misst du uns mal und für unsere Zuschauer hier mal den Platz raus, damit die sehen, was sie da drunter bringen. Viele haben ja vielleicht eine Sportabgasanlage und möchten da ein bisschen stärker auftreten. Der Ausschnitt ist 275 x 100 mm. Gut, dann würde ich sagen, eins haben wir noch. Hier an der Seite haben wir noch eine zusätzliche Verblendung. Genau, das ist der Heckansatz 234, den wir schon vom Golf 7 TCR Style kennen. Der ist auch mit diesem Heckansatz wieder kombinierbar und gibt so ein geschlossenes Bild. Super, also im Endeffekt haben wir hier in der kompletten Linie vom Schweller bis hin zum Heckansatz, bis hin zum Seitenteil des Heckansatzes, haben wir das Farbkonzept umsetzbar. Drüber haben wir auch was. Ganz neues Produkt im Übrigen. Drüber finden wir hier einen Ladekantenschutz. Den bieten wir jetzt für verschiedene Modelle an. Und ja, spricht für sich selbst, würde ich sagen. Ja, also bekanntes Konzept, klar, kennt jeder. Aber jeder ärgert sich drüber, wenn er das Ding in Chrom kriegt. Wir wollen was Modernes haben, haben wir uns gedacht. Und das Coole daran ist, man hat im Endeffekt ein bisschen eine sportliche Optik durch hier diese Finnenbildung, die sich auch dann wieder in den anderen Bauteilen fortsetzt und so weiter und so fort. Und genau das Material. Also Schwarz-Hochglanz, exakt die gleiche Farbe, die gleiche Materialeigenschaft, sogar Stärke und so weiter und so fort. Was haben wir noch am Heck? Am Heck haben wir einmal noch Rücklichtblenden. Die hatten wir ganz früher im manuellen Prozess entwickelt. Jetzt nochmal von uns überarbeitet im digitalen Prozess. Und von dem her seit diesem Jahr, oder ist es glaube ich seit letztem Jahr, Marco? Seit Ende letzten Jahres. Genau, seit Ende letzten Jahres nochmal geupdatet von uns, um einiges passgenauer nochmal entwickelt. Und jetzt kommt was, da sind wir alle ganz stolz drauf. Drehen wir mal ein bisschen nach oben. Dann, das ist Weltpremiere sozusagen. Genau. Ein Heckflügel von nie dagewesener Größe. Das ist ein komplettes Tiefziehteil, das sich vom Fuß der Heckscheibe bis oben an den Spoiler ergibt. Genau, wir kennen das, wir haben so ein Verfahren schon mal gehabt bei diesem Clubsport-Spoiler, da ging das auch so in die Richtung, war allerdings ein GFK-Produkt. GFK schwer, GFK zäh, schwierig zum Anbauen. Wir haben festgestellt, viele Leute waren da immer ein bisschen überfordert und hatten nicht so richtig Bock drauf. Dazu musste man das auch noch lackieren und. Und jetzt haben wir im Endeffekt diese Art, also sprich, wir haben die Seitenverblendung, da muss übrigens die Originale dann eben weggemacht werden. Wir haben die Seitenverblendung, wir haben die Möglichkeit, und das ist auch so eine Sache, wo wir bei den Heckflügeln immer wieder Leute gehört haben, die gesagt haben, Mensch, ey, von unten sieht man dann die nicht so schöne ABS-Seite. Aber haben wir auch gelöst, drehen wir das mal ein bisschen nach oben. Also sprich, wir haben auch unten verblendet im Schwarz-Hochglanz oder in der Struktur, die ihr euch auch immer dann aussucht. Und das Ganze natürlich von oben auch. Ne? Also im Endeffekt etwas im ABS-Bereich noch nie da gewesen ist. Also ich kenne keinen Hersteller, der sowas aktuell anbietet. Ich denke, da sind wir ganz, ganz einzigartig momentan unterwegs. Wie gesagt, oben ABS-Glanz, unten ABS-Glanz, Seite genauso. Ihr müsst nichts lackieren. Und das Geile ist Montage. Marco? Wie immer bei unseren neuen Produkten mit 3M Klebeband. 3M Klebeband. Ziemlich cooles neues Produkt. Und wir könnten uns auch vorstellen, wenn das jetzt von den Leuten gut angenommen wird, dass es dann da auch noch weitere Varianten für andere Fahrzeuge gibt. Es ist jetzt gerade in der Mache, wenn ich es richtig weiß, Seat Leon, also 5F. Ja? Vorne haben wir auch noch was. So, und zwar unsere Scheinwerferblenden. Da haben wir ja zwei verschiedene Modelle. Einmal gerade Ausführung und hier für das Projekt, beziehungsweise gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger, aber trotzdem finde ich das ziemlich cool fürs Facelift, eben mit dieser Aussparung. Der Scheinwerfer hat nämlich in diesem Bereich nochmal so eine Linse und durch diese Aussparung gibt es so einen doppelten bösen Blick, sage ich jetzt mal. Also dieser Absatz lässt das Auto noch ein bisschen grimmiger schauen. Wie ihr seht, wir haben uns ultra ausgetobt, aber
Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Da kommt noch mehr. Wenn dann gescheit, oder? Wenn dann hauen wir noch was drauf. Gut, dann schauen wir mal, was haben wir denn noch alles dran? So, dann fangen wir mal in der Mitte des Fahrzeugs an. Und zwar hier beim Seitenschweller. Den haben wir nochmal mit 10 mm ABS-Material unterblendet, um einfach ein bisschen ausladender das Ganze zu gestalten und dem Fahrzeug noch mehr Breite zu geben, um das Ganze ein bisschen bulliger wirken zu lassen. Jetzt einmal für den Standardschweller und einmal für den SS487, den ihr hier sehen könnt. Genau. Das ist auch eine ganz neue Produktkreation von uns. Wird bei CSR eine ganz neue Schiene werden. Und zwar haben wir hier 10 mm befräste Kunststoffteile. Das heißt in dem Fall nicht thermoverformt, sondern einfach so wie die Platten sind gefräst. Und dann werden die Sachen ineinander gesteckt oder angesteckt. Aktuell nur in einer Materialversion, das ist schwarz-matt. Wird allerdings gerade experimentiert, könnte sein, dass wir da noch ein bisschen mehr machen. Am Heckansatz geht es weiter, und zwar einmal hier seitlich mit diesen Flaps, die das ganze Bild noch mal ein bisschen abrunden, hier dem Ganzen eine dynamischere Optik geben, das Bild von vorne mitnehmen und natürlich auch ins Heck bringen, und dann gipfelt das Ganze hier hinten in dem Heckansatz, der auf unseren Heckansatz einfach nochmal aufgebaut werden kann. Heckansatz auf Heckansatz sozusagen. Genau. Also hier ist schon absolutes maximal aerodynamische angesagt. Brandy, der muss schon leicht schmunzeln, will das wahrscheinlich für seinen Fokus auch. Wir wollen hier auf der Messe dann und an dem Fahrzeug zeigen, was geht. Und gerade eben diese gefrästen Anbauteile, die haben, wenn sie kombinierbar sind mit unseren Teilen, den Sinn, da nämlich noch mal eins drauf zu geben. Das sind die gefrästen Bauteile, das sind diese gesteckten Ansätze. Das heißt, wir haben eine Trägerplatte, wir haben die verschiedenen Finnen. Die verschiedenen Fingen greifen ineinander, man kann sie ineinander stecken wie eine Art Lego-System. Das ist hochaufwendig gefräst, CNC befräst, sehr passgenau und umschließt im Endeffekt das Originalteil. Also auch für den Standard Original R zum Beispiel gibt es dort so ein Aufstecksystem. Und für ganz viele Fahrzeuganwendungen, ich weiß gar nicht, wie viele haben wir jetzt schon in der Pipeline? 89 Produkte sind aktuell bei der Fertigung und weitere natürlich noch in der Pipeline. 89 Anwendungen, Freunde, da kommt der richtige Hammer. Ja? Da können sich viele mal ganz, ganz, ganz schwer festhalten an ihrem Bürostuhl. 89 Anwendungen, ich würde behaupten, wir sind momentan noch in der Testphase, TÜV, das ganze Gedönse. 3, 4, 5 Wochen hoffe ich, dann floppern da die ersten raus. So, dann drehen wir noch nach vorne, denn dieses System haben wir uns nämlich vorne auch noch mal einfallen lassen. Und zwar hier in dem Bereich, wo wir vorhin gesagt haben, das ist euer Feldwegspoiler, da könnt ihr hier schön in der Mitte durch den Feldweg fahren. Wenn ihr keinen Bock auf Feldwege habt, dann könnt ihr nämlich das Teil noch dran bauen. Also hier im Endeffekt genau das Gleiche, das sind diese 10 mm Material. Somit zieht sich das einmal komplett durch das Auto durch. Kannst du uns vielleicht noch sagen, Ulf, wie weit die da noch unter die Originalspoilerlippe drunter hängt? Das Material an sich ist ja schon mal 10 mm und dann haben wir einen kleinen Spalt zur Originallippe. Das heißt, wir kommen so in etwa 12 mm tiefer. Also Tieferlegung von 12 mm für alle, die nicht mehr über den Feldweg brausen wollen. Hier gibt es die Möglichkeit. Es gibt jetzt bald dann natürlich das Anbauen mit Steffen, mit mir. Wir versuchen hier die 14 Bauteile irgendwie an das Auto ranzubekommen, weil die Messe ist ja bald. Und ansonsten ja, hoffe ich, dass es für euch interessant war, jetzt mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was wir hier machen, was wir hier für Leute haben und wie das geplant wird und wie das auch umgesetzt wird. Also hier werden die Dinge schon mit einem gewissen Brainstorming versehen, konstruiert, visualisiert. Und das ist, denke ich mal, auch ganz wichtig, damit zum Schluss was Vernünftiges bei rauskommt. Oftmals ist es dann auch so, gerade bei neuen Produkten, da sind wir immer nicht ganz so sicher, wie das denn ausschaut von den Dimensionen her am Fahrzeug, wie es womöglich mit der Passform ist, wenn wir dieses und jenes machen. Dafür haben wir dann eben entsprechende 3D-Drucker,
Die Muster werden dafür ausgedruckt und werden dann von uns einfach mal ins Auto gehoben, damit die Leute hier auch ein Gefühl dafür haben, damit wir ein Gefühl dafür haben, wie das Ganze ausschaut. Und da holen wir jetzt mal so einen Prototyp, dass ihr mal seht, wie das ausschaut, wenn wir das ausgedruckt haben. Heben es mal ins Auto, schauen uns das Ganze mal an. So, also hier Prototyp. Das ist einer unserer ersten Prototypen gewesen. Seitenschweller, diese Art Brettseitenschweller. Und ja, wie ihr seht, wir können hier sogar über 2 Meter ausdrucken, um das Ganze hier zu visualisieren, mal dran zu halten, mal wirken zu lassen. Und das machen wir jetzt einfach mal, damit ihr da ein bisschen eine Vorstellung habt. Genau, versucht den mal so unten drunter zu halten. Und ich den vielleicht noch ein bisschen rausfahren. So in etwa kommt der dann am Fahrzeug. So, jetzt halte ich ihn auch noch mal hier in der Mitte ein bisschen. Das ist eigentlich ganz geil, oder? Das Magenta, das CSR Magenta auf dem schwarzen Auto. Why not? Ja. Genau. So, also das sind Dinge, damit wir auch mal ein Gefühl dafür haben und auch der Designer ein Gefühl hat. Ne? Hier zum Beispiel kann man sich dann vorstellen, ah, Moment, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn die Tür aufgeht, wäre es vielleicht cooler, wenn die Finne da hinten wäre oder so. Das sind halt dann die Prototypen und das sind die einzelnen Schritte, die wir dann durchgehen. Wir machen nicht einfach mal einen Schnellschuss, sondern soll Hand und Fuß haben. Dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Gerne im Übrigen mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Zeug in Pink haben möchtet. Und ansonsten, ja, die Benachrichtigungsglocke anmachen, weil, wie gesagt, morgen Folie und dann kommt noch dickes Anbauvideo und ja, dann sind wir ja schon auf dem Weg zur Messe. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.